Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Story of Seasons, A Wonderful Life. So, neuer Tag, neues Glück. Stück für Stück. Hoffentlich können wir heute mal das Schaf scheren. Jetzt sehen ja beide eigentlich schon scherbereit aus. So, kuscheln. Ich sehe nicht, ob es schläft. So. Geht es gut? Das gibt Kohle. Oh, bei beiden. Ich glaube, drei Stück passen, ne? Boah. So eine Kuh. Okay. Haben wir gerade echt goldene Wolle bekommen? Gerade goldene Wolle bekommen? Ich muss gerade mal gucken. Okay, goldene Wolle. Zwar nur zweimal Milch, aber goldene Wolle. Machen wir das Geflügel nach draußen. Was? Warum? Warum habe ich Hunger? Ich will keinen Hunger haben. Wieso habe ich Hunger? Muss ich jetzt ernsthaft eine Süßkartoffelsuppe essen? Okay. So, dann machen wir jetzt erstmal hier gießen. Warum sind die immer nicht fertig? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Ich dachte, die sind bald erntereif. Mal jetzt mit den Kartoffeln. Die muss ich auch noch irgendwie düngen. Naja, machen wir es halt so. So, und die Rüben. Ah, schön. Das läuft alles. So. Das sieht doch alles gut aus. Schon wieder kein Huhnei, womit ich was gewinnen kann. Also. Womit ich vorwärts komme. Absetzen. Danke. So, kuscheln. Und absetzen.
Meine Güte, war das ein Krampf. Gut, damit haben wir das schon mal alles erledigt. Geht jedenfalls schön viel Kohle. CD war schon mal 9000. Ganz easy. Einrichtung bestellen. Dünger fertiger. Und Düngerstreuer. Verarbeitungsraum. Wo könnte der denn hinkommen? Hinter vielleicht. Ich weiß es nicht. So, okay. Gucken wir jetzt erstmal nach Blümchen. Aktuell wüsste ich jetzt sonst nicht wirklich, was wir machen könnten. Ich könnte klar jetzt hier noch mit den ganzen Leuten ein bisschen anbandeln. Mich mit denen besser verstehen. Professor schläft noch. Wahrscheinlich entwickelt er noch den Ultradünger. Nö, 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 nö. Wir gehen hier einfach mal rein. Privat. Ich will aber auch kein Geld ausgeben irgendwie, ne? Bin ich gerade irgendwie zu geizig für. Ich meine, wir haben zwar 2564. Wie sieht es eigentlich mit eurem Hunger aus? Bisher habe ich Plus, okay. Dann hole ich mir mal mein Rezept ab. Das ist schon mal eine Idee. Das Rezept holen. Schade, dass da keine Blumen sind. Ah, er ist wieder da. Oh, neues Tier, komm her. Toll, ich war gerade hier oben. Ein neues Schaf. Weiblich. Nee, ich möchte sie anders geschrieben haben. Celia. Ah. Jetzt ist sie natürlich drin, oder er? Sie. So. Kuscheln. Na, wo ist es da? Dann bekomme ich jetzt jedenfalls richtig schön viel Kohle. Weil dann kann ich jetzt schon so mit 12.000 rechnen pro Schaf. Also das kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Holt euch Schafe. Holt euch ganz am Anfang Schafe, wenn ihr das Spiel holt. Ja. Ist keine verkehrte Wahl. Sie rennt da mit dem Yeti rum. Stört sie gar nicht. Einfach mal mit dem Yeti rum chillen, ne? Wenn wir hier weiter Fische angeln. Ja? Wow, hat der Fisch lang gebraucht, um mal irgendwie ansatzweise zu reagieren. Davon haben wir jetzt natürlich sehr viel immer.
Foto machen. Foto speichern. Weiß ja nicht, ob ich davon eins brauche, aber egal. Ja, nimm nur. Du guckst jetzt weg, du siehst es nicht, wie ich zu den Wichteln gehe. Weggucken, los. Sie hat geguckt, ich mache mir doch hier Wette, sie hat geguckt. Genau gesehen. Fischeintopf. Okay. Einfach mal so mit ihm reden. Mofa. Mon Mofofu. Ich habe jetzt... Hatte ich das jetzt schon getestet oder nicht? Ich weiß es jetzt echt nicht mehr. Wir gehen nochmal angeln. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es getestet hatte oder nicht. Den Tieren so ein Leckerbissen geben. Ich meine, so eine Eidechse. Ich weiß nicht, ob die Fische essen. Gibt es da welche von euch, die das zufälligerweise wissen? Also ob Eidechsen in Wirklichkeit Fische essen würden? Oder eher nur sowas wie Insekten? Ich glaube, das hatte ich schon probiert. Bin ich der Meinung. Darf's auch nicht streicheln. Darf's auch nicht bürsten. Darf's bestimmt auch nicht melken. Darf nur ein Foto machen. Ja. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt, aber ich habe mal ein Foto gemacht von der Eidechse. Ganz easy eigentlich. Kamera auswählen. Auslöser drücken. Foto machen. Kieskraut. Und dann müssen wir ein bisschen Spießkraut, aber hier... Ich finde, hier sind halt einige Ecken, wo für mich zu wenig ist. Hier unten kann man nur ab und zu mal hinrennen, wenn man da irgendwie Blumen sieht, aber das war's dann auch. Die Welt hat zwar Leben, aber ist doch irgendwie leer. Damals auf der Wii definitiv Hammerspiel. Kann ich mir gut vorstellen. Also wirkt es jetzt echt noch... entreif. Ist es der Schatten, der mir da einen Streich spielt? Ich glaube ja. Ja, die Kuh... Halt, warte mal. Wann war die Kuh? Wann war die Kuh? War die Kuh jetzt schon? Kuh ist schon bereit, okay. Kuh ist schon bereit, okay, Kuh. Dann melken wir mal die Kuh. Und holen uns das Schöne hier raus. So, nehme ich die schöne Milch. Kartoffelsamen Stufe B. Und wir machen hier natürlich wie ist das tun schon wieder Wolle? Ich hab dich doch erst geschoren. Wenn ich dir zweimal am Tag scheren darf, dann Hammer. Ja, natürlich mega. So. Ich hatte ja bestimmt auch was verkauft, oder? Nein, hatte ich nicht. Mist.
brauche ich für den Fischeintopf eigentlich? Eine Erdsuppe, okay. Fischeintopf. Stickrübe. Kartoffel oder Karotte oder Süßkartoffel. Und Fisch ist egal. Ach Mann. Kartoffel. Akaro. Und irgendeine Milch. Okay. Aber haben wir alles nicht da. Na, ich bin müde, komm. Legen wir uns hin. Nein, ich habe meine Tiere draußen gelassen. Verdammt. Ich hoffe, es hat nicht geregnet und den Tieren geht's gut. Das werde ich jetzt hundertprozentig bereuen, ne? Okay, noch ist alles gut. Schnell die Milch holen. Das Huhn rennt rum. Ihr seid alle glücklich. Nee. Ach Mann. Wie man sich doch mal leicht verdrücken kann, ne? Wieso habe ich denn schon wieder Hunger? Also dieser Hunger ist echt ätzend, ne? Möchte ich ja mal anmerken. Aber diesmal mache ich es anders. So. So, und nochmal. Jetzt müsste es ja länger halten als nur einen Tag. So. Wunderbar. Mist, das kann ich echt nicht verhindern. Ich werde die immer mitdüngen, ne? Egal. Oh, heute gibt es ja dann wieder Geld. Sehe ich gerade. Das lohnt sich ja. Ach, ich sollte auch meine Tiere ein bisschen bürsten, ne? Ich habe dich nicht geweckt, liebe Kuh. Das war das Pferd. Bester Laune. Ernsthaft. Danke. Jedenfalls lässt sich kuscheln. Beste Laune. Ah, Pferd ist wach. Kuscheln. Nein. Ich wollte nur mit dem Pferd reden. So. Und kuscheln. Und mit der Kuh reden. Ich glaube, jetzt habe ich da alle abgearbeitet. Moment. Halt. Stopp. Stopp. Das Küken ist zum Huhn geworden. Ah, das ist ja schön. Die Steckrübe ärgert mich. Wo war ich denn? Wo war ich? Auch das
Geld. Was mit dem Huhn läuft. Ach genau, Dünger. Ich brauche Dünger. Für mich wäre jetzt interessant zu wissen, und das könnt ihr mir gerne mal ruhig schon wieder in die Kommentare schreiben, denn eure Unterstützung ist ja echt immer viel wert, egal ob in Form von einem Like, einem Abo oder halt euren Kommentaren, mit denen ihr mich unterstützt. Ich weiß nämlich nicht mehr weiter, tut mir leid, ein Selbstgespräch. Ich möchte auch was kaufen. Ja. Das heißt, ich kann... Perfekt. Wie gesagt, alles hilft mir weiter. Alles. Also, jeder Kommentar hilft weiter. Jedes Like, jedes Abo. Eure Unterstützung ist einfach Hammer. Ja. Und genauso, wenn ihr jetzt hier irgendwelche Ratschläge habt, immer her damit. Ihr seht ja auch die Leute, die was schreiben. Selbst wenn ich da in dem Augenblick in der Aufnahme gucke, ich halt da nicht nach, so wegen, wen muss ich erwähnen? Dann bin ich nicht mehr ich persönlich. Ja, wenn ich mache sowas immer ganz spontan. Ich mache immer so welche Aufnahmen ganz spontan. Nicht wirklich so durchtaktiert oder durchgeplant oder so. Die Aufnahmen dann später veröffentlichen und so weiter. Das ist geplant, ja. Aber halt diese Aufnahmen hier selber... Die passieren hier halt spontan, dann mache ich halt hier so eine Aufnahme, rede ein bisschen, versuche das eigentlich wiederzugeben, was mir gerade durch den Kopf geht. Und wenn ich das dann habe, was mir durch den Kopf geht, dann, ja, ist das dann schon die Aufnahme. Also, und ich möchte mich halt auch ungern oder so verstellen, weil, ich weiß nicht, das bin ich ich. Hallo Truppe, es ist nicht ein wunderbarer Morgen und der Tag, es ist so kalt geworden. Habt ihr es auf dem Bauernhof schön warm? Das war wieder ein schlechter Flirtversuch von ihr, hä? Ist der Yeti jetzt immer da? Tatsache, der ist jetzt immer da. Na dann holen wir dir doch nochmal einen Fisch. Wundert mich eigentlich, dass es hier zu anderen Jahreszeiten keine anderen Fische gibt, sondern immer die gleichen. Das heißt also, wir haben hier diverse Punkte, wo man angeln kann. Ich zeig das gleich mal auf der Karte. Der kriegt immer den XXL Wakasaki, ne? Ja, nimm nur. Ich kann ihm wahrscheinlich eh mehr geben, aber jetzt gerade so. Karte. Also. Wir haben hier einen See, einen Fischteich, zwei, dann gibt es hier oben anscheinend eine Reihe, drei, den Fluss 4 und hier unten 5. So, und wenn wir in die Enzyklopädie gucken, haben wir 5 Stück auch sozusagen gefangen, wo einer halt noch nicht richtig gewertet wurde, weil er noch nicht XXL war. Ich weiß jetzt nicht, welcher es war. Oh, Ben ist fertig. Wunderbar. Dann gehen wir mal zu Ben in der nächsten Folge. Aha. Und das Huhn ist auch noch geschlüpft. Ja, moin. Huhn oder Hahn? Hast du schon einen Namen? Ach, schon wieder ein Junge. Samson. Samson, gefällt mir. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Okay, also jetzt können wir definitiv einen Hahn verkaufen. Definitiv. Aber was wir auch können, ist erstmal unsere ganzen Sachen hier einpacken. So, die Fische wollte ich ja verkaufen, ne? Das will ich alles verkaufen, weil Milch bekomme ich jeden Tag.
So, und jetzt geht's los hier. Nochmal ein bisschen Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Geld regiert die Welt. Oh, und er ist auch da. 9600. Kann sich sehen lassen. Und was ist mit dir verkehrt, Mädel? Eine warme Mahlzeit wäre genau das Richtige. Ja, aber wenn ich dir was geben will, willst du doch eh nichts. Verkaufen. Was hast du anzubieten? Also, ich hätte erstmal die Gabeln. 4000. Auch nur 60, na gut. Haben ist besser als brauchen, ne? Na. Das sind auch 400. Klingt gut, 9455, klar. Ich möchte etwas verkaufen. So. Und die Hochsamenblume. Klingt gut. So, mal gucken, ob er wieder irgendwas Neues für mich zum Kaufen hat. Oh, eine Kupferangel. Was macht die? Damit solltest du weitere Fischarten fangen können. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. Ich wollte das eigentlich alles in der nächsten Folge machen. Jetzt habe ich gar nicht nichts für die nächste Folge. Weil wir jetzt die Kupferangel haben. Und 19.000. Na komm, dann gucke ich jetzt noch für euch, was bringt mir jetzt die Kupferangel für einen Fisch. Hier war immer eine Forelle, glaube ich. Bin ja mal neugierig, ob ich jetzt was anderes als eine Forelle bekomme. Beziehungsweise ich erhoffe mir jetzt hier Vielfalt. Das heißt also, nicht nur eine Sorte, sondern zwei Sorten. Forellenbarsch, genau. Gut, wir finden das aber in der nächsten Folge, würde ich sagen, heraus. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.